Schockierende Bilder aus der japanischen Stadt Atami. Eine gewaltige Schlammlawine rast mitten durch den Küstenort, reißt alles mit, was ihr in den Weg kommt. Menschen rennen um ihr Leben. Strommasten, Autos, ganze Wohngebäude stürzen ein. Schuld am Erdrutsch in der rund 100 Kilometer südlich von Tokio gelegenen Touristenstadt sind tagelange heftige Regenfälle. Am Sonntag um 10.30 Uhr Ortszeit kommt es dann zur Naturkatastrophe. Die schwarze Geröll- und Schlammlawine rutscht mit 40 Kilometern in der Stunde den Hang hinunter. Mindestens 2 Menschen werden getötet, 20 weitere werden noch vermisst. 10 Hochhäuser sind komplett zerstört, 300 weitere beschädigt. Die Behörden rufen am Samstag für die Gegend die höchste Warnstufe aus. 25.000 Haushalte müssen sich in Sicherheit bringen. Auch in anderen Teilen Japans sollen sich die Bewohner wegen den starken Regenfällen in Sicherheit bringen. Es drohen Überflutungen und weitere Erdrutsche. Wegen der globalen Klimaerwärmung verzeichnet Japan immer mehr heftige Niederschläge. Infolgedessen kommt es im Inselreich im Schnitt pro Jahr zu rund 1.500 Erdrutschen. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.